Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit Simpsons. Es ist Samstag und Samstag lade ich, wenn ich Lust und Zeit habe, irgendwelche anderen Apps hoch, die ich jetzt nicht geplant habe. Und heute sind wir bei Simpsons. Ich bin nämlich ein großer Simpsons-Fan und spiele Simpsons vom Start an. Ich glaube, das war 2011 oder 2012, ich weiß nicht mehr so genau. Ist auf jeden Fall schon mal etwas her. Und es ist ein neues Update rausgekommen. Ich bin total durcheinander. Ich bin gerade aufgestanden. Das Halloween-Update, also Treehouse of Horror 25? Ja, 25. Und deswegen wollte ich euch sagen, was hier Neues ist und euch das mal ein bisschen zeigen, beziehungsweise meine Stadt zeigen. Ich spiele schon ziemlich lange, wie ihr seht, also so zwei, drei Jahre. Und ihr habt wieder kein Geld hierfür ausgegeben, also die Donuts, die ihr da unten seht, die sind alle aus dem Spiel. Huch. Hier. 2400 für, also habe ich im Wert von über 90 Euro Donuts. Das mag ziemlich viel klingen, aber in Boom Beach habe ich jetzt auch im Wert von 45 Euro Diamanten. Ich bin irgendwie total verwirrt. Auf jeden Fall, wir sind hier beim Halloween-Update und ich hätte nicht gedacht, dass nach dem letzten Update, also nach dem Clash of Clones, mit den ganzen Nerds, also bei Simpsons war ein Clash of Clans-Verschnitt im letzten Update. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt Treehouse of Horror, also Trick or Treat. Süßes oder Saures ein bisschen. Es ist nicht wirklich schwer, man kann wirklich nicht viel falsch machen. Man muss hier, also es geht um eine Alien-Invasion, man muss hier einfach die Dinger kaputt machen. So, dann bekommen wir jetzt hier so drei Sonden und wenn wir genug Sonnen gesammelt haben, kriegen wir Preise. Es hat sich aber nicht nur das geändert und man kann auch mehr machen, also das werde ich euch jetzt alles erklären. So, da ist noch einer. Also man sollte schon so täglich ein bisschen suchen. Ich weiß nicht, wie oft die nachkommen und ich habe noch keine Meldung gesehen, dass alle weg sind. Also vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Na egal, dazu später mehr. Ihr seht hier unten, hier, das Update geht jetzt 33 Tage, also am 12. November ist Ende, geht meistens noch einen Tag länger, aber es ist nicht wirklich schwer. Ich hoffe, man kann alle Preise kriegen. Ihr seht hier unten neben den Sonden, also hier unten über den Sternen jetzt, drei Raketen. Und die werden wir auch gleich benutzen. Neben dem hat sich noch was im Layout geändert. Ihr seht hier, wir haben jetzt hier ein übersichtlicheres Menü, wenn man Figuren will, also Leute mit Häusern mit Figuren. Wenn man nur Häuser will, oder wenn man nur Deko will. Und das kann man noch weiter ändern, wenn man jetzt hier auf den gelben Pfeil klickt, dann sieht man alles ganz genau. Was ist das denn? Achso, das ist jetzt das Treehouse of Horror Update. Es gibt natürlich wie immer ein paar. Huch. Gehen wir da raus. Es gibt wie immer ein paar Premium-Sachen, die jetzt nicht so unbedingt wichtig sind. Ich würde mir die Bäume kaufen, da habe ich ein paar in meinem Inventar, aber sonst nichts Besonderes. Na, beim Update ganz normal, man muss zuerst hier das Haus bauen. Huch. Achso, okay. Das habe ich auch noch nie gemacht. Man muss zuerst das Haus bauen und dann kleine Aufgaben mit Lisa und dann geht's schon los. Dann wird man da quasi wie im Tutorial durchgeleitet und die machen das besser als ich. Aber wenn man den Text wegklickt aus Versehen, dann weiß man vielleicht nicht, was man machen muss. Also man muss diese kleinen Aliens hier kaputt machen, dann kriegt man Sonden. Wenn man genug Sonden gesammelt hat, dann kann man hier, wenn ich jetzt 325 habe, eine silberne Tüte aufmachen. Das sind die Preise. Ihr seht schon, hier ist irgendwie so ein Tier. Und hier
irgendwas anderes und hier, die werden erst später freigeschaltet und hier am Ende sehen wir das Alien, was Mr. Burns war, also wenn ihr euch an die Folge erinnert. Ich bin nämlich wirklich Simpsons-Fan, deswegen spiele ich das Spiel auch und ja. Was sagt, schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingscharakter ist. Ich würde mal sagen, meiner ist Lisa. Ich mag Lisa wirklich sehr gerne. Wenn es die echt gibt, dann wäre es meine Freundin. Spaß beiseite. Wir sind beim Update. So, also wir müssen diese kleine Alien-Dinger kaputt machen. Dann können wir alle Kinder und auch Marge und vor allem Premium-Charaktere, Kinder, zu Trick or Treat schicken hier. Shauna zum Beispiel, die braucht jetzt 16 Stunden. Die normalen, also nicht Premium-Charaktere, brauchen 8 Stunden. Dann kriegt sie eine silberne oder eine goldene Tüte. Die anderen können auch eine, ist das Bronze? Ich glaube Bronze-Tüte. Ich guck mal kurz. Ja, bronzene Tüte bekommen. Und ich weiß noch gar nicht, was da drin ist. Das werden wir gleich sehen. Wir gehen jetzt erst mal in eine Stadt. Man kann nämlich auch zu Freunden. Und naja, es kostet, glaube ich, etwas Zeit. Man kann dann zu, ich weiß noch nicht, ob ich zu jeder Stadt gehen kann. Ich guck mal, wenn die das Update hat, dann kann ich es machen. Da müssen wir nämlich auch, ja, die kaputt machen hier. Einer, zwei und wo ist Nummer drei? Nummer drei. Ich weiß nicht, ob der Ton vielleicht zu leise ist. Da bin ich noch ungeübt drin, das tut mir leid. Aber man kann auch ein UFO kaputt machen. Wo ist es denn? Ich weiß nicht, ob dann immer überall UFOs sind. Auf jeden Fall kann man mit diesen Raketen da unten die UFOs kaputt machen. Und das ist eine typische geordnete Stadt hoch 10. Ist immer bei ihr so. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde die Stadt trotzdem in Ordnung. Ja, mich wundert's, wann ein UFO kommt. Und hier unten diese Eier. Das habe ich noch nicht freigeschaltet, das kommt vielleicht später. Das sind wahrscheinlich hier diese Gremlins, dass man auch in andere Städte sowas schicken kann. Wie sonst auch, ich weiß es nicht. Ich will ein UFO sehen. Der hat wahrscheinlich gar nichts. Manche Freunde haben aufgehört, deswegen sollte ich die mal aussortieren. Ah, da bin ich zu faul zu. Ich wollte euch eigentlich ein UFO zeigen. Also man kann das UFO dann abschießen und dann kommt da auch eine Tüte raus. Dafür bekommt man aber nicht immer, also man hat dann nur ab und zu Munition. Ich habe jetzt drei. Der hat das Update gar nicht. Das ist ärgerlich. Der hat das Update auch nicht. Ah, okay, es ist noch neu. Manche haben noch nicht direkt geupgradet. Der hat's auch nicht. Updated, nicht upgraded. Ah, mein lieber Mann. Also, man kann irgendwie gar nicht viel falsch machen. Ich glaube, wenn man halbwegs 2-3 Mal am Tag spielt, dann wird das schon klappen. Da ist einer. Ich finde das ganz nett, die kaputt zu also, nicht, dass ich jetzt ein Mörder wäre oder so. Also, man hat ja auch Hasen geschockt im Oster-Update, aber es macht Spaß, so. Wenn jetzt kein UFO kommt, dann gehen wir zurück, dann... oh, ein UFO. Wenn ich das richtig gehört habe. Wo ist es? Habt ihr nicht auch ein UFO gehört? Einer ist kaputt. Zwei sind kaputt. Drei sind kaputt. Ich sehe kein UFO. Wieso sehe ich kein UFO? Ich wollte ein UFO kaputt machen. Na, schade. Also kommt auf jeden Fall eine Tüte raus. Wenn ich meins sehe, dann... naja, dann seht ihr es leider nicht. Also wenn euch sowas gefällt, dann zeigt mir es gern mit einem Daumen nach oben. Oder wenn ihr mehr Simpsons sehen wollt. Ich spiele das Spiel auf jeden Fall jeden Tag. Sehr gerne. Das Update ist nicht wirklich schwer, also hier seht ihr alle Preise. Diese ganzen Tüten und zwischendurch irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau, was in den Tüten drin ist. Ich habe noch nie eine geöffnet, aber wir öffnen jetzt eine zusammen. Oh. Wir haben sogar eine bekommen, das ist ja super.
Also ihr seht hier, wir können irgendwas mit Nägeln, dann können wir neues Waffen-Upgrade, dann einen großen Kürbis und das Kürbishaus haben wir. Also wir haben eine silberne und eine goldene Tüte. Okay. Achso, ich bin etwas verwirrt. Wir bekommen den ganzen Kram da unten und haben, glaube ich... Ich weiß es nicht. Öffnen wir mal die goldene Tüte. Ja. Yeah. Okay. Also wir müssen den ganzen Kram da unten sammeln jetzt hier. Wenn wir davon 400, 350 und 300, dann... Nein. Hui. Also... Ja, das... Jetzt kommt das habe ich geplant, dass das jetzt im Video kommt, eigentlich nicht. Das sind die Gremlins wahrscheinlich wie letztes Mal. Könnt ihr ja euch durchlesen, wenn ihr das wollt, und das Video pausieren. Aber ja, jetzt gehen wir nochmal in die Stadt und platzieren Gremlins. Kann ich euch noch mehr zeigen, das ist ja optimal. Hier. Soll ich wirklich hier einen platzieren? Okay. Die Gremlins sehen ein bisschen anders aus. Die waren letztens mehr, so türkisgrün. Ja. Dann kann man wahrscheinlich wieder 3 bis 5 Gremlins pro Stadt platzieren und die sammeln dann auch wieder Kram ein, also. Und Freunde können die dann auch kaputt machen, deswegen. Ist nicht so schwer, das Update. Ich hoffe, man kann alles. Ja, ich habe sowieso jedem jetzt die Aufgaben verteilt. Dein Gram-Alien wird nach 4 Stunden Gegenstände zurückbringen. Fängt dein Freund ihn dabei, teilt ihr euch die Belohnung. Es ist also Win-Win-Situation. Ja, ich glaube, da kann man... Jetzt kann man wahrscheinlich hier wieder Gremlins kaufen. Ja. Von daher... Gremlins bekommen wir wahrscheinlich auch in Tüten oder so. Ja, das war's jetzt von mir. Ich kann euch ja nochmal meine Stadt zeigen. Also ich hab die schon ziemlich lange, deswegen. Mein größtes Problem ist einfach, ich mag diesen Wal. Ich gebe nicht gerne Donuts aus, also ihr seht schon, ich spare überall, ich spare in jedem Spiel, wenn ihr mich kennt. Wie in Boom Beach und den Plunder Pirates auch. Ich mag meine Stadt eigentlich ziemlich gerne. Das einzige Problem, was ich habe zu viele Gebäude und ich habe zu wenig Land. Klar, ich habe ziemlich viel, also ich habe großflächig gebaut und auch viel Wasser, aber das war mir wichtig. Ich wollte nicht so alles klein aufeinander, deswegen. Ich mag meine Stadt ziemlich gerne. Hier oben seht ihr die Aliens. Die haben auch eine Aufgabe gerade hier. Database hat auch eine, wenn ich draufklicken könnte. Und die Kinder, ja. Crossyland, meine Burg vom letzten Update. Also es war gleich auf Clones hier. Homer, Stufe 76, March 25. Spielt keine Rolle mehr. Ja, und jetzt kommt das Schönste von meiner Stadt. Alle Häuser aufeinander. Ich finde das so hässlich. Ich würde das so gern wegmachen, aber ich habe einfach keinen Platz mehr, das alles hier hinzubauen. Das ist viel zu wenig. Und es kommen ja immer mehr Gebäude, deswegen... Hier unten ist noch eine kleine schöne Ecke und hier habe ich einfach mal ein paar Dinger noch hingestellt. Also hier ist mein Park mit meinen Rentieren. Den mag ich auch ziemlich gerne. Und hier ist das Kürbishaus. Oh, ich habe schon einen Kürbis. Lass mich gucken. Ja, ich habe schon 2 Kürbisse. Gut, das Haus produziert auf jeden Fall Kürbisse. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann freut's mich. Ich bin auf Twitter aktiv, wenn euch das interessiert und ihr mehr wissen wollt. Es tut mir leid, ich sollte mir vornehmen, vor Videos demnächst mal zu essen und zu trinken, damit ich nicht so schnell heiser und wortlos werde. Naja, das war's von mir. Das war jetzt meine Simpsons-Stadt, das Simpsons-Update vom Oktober, also Halloween. Ich finde das so schön, die Bäume sind so orange-gelb. Wenn es mal draußen so wäre, draußen regnet es nur. Naja. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Achso, schreibt in die Kommentare, welchen Charakter ihr am liebsten magt,
mögt, welchen Charakter ihr am besten findet. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich sehr freuen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.